Pass auf, wir dachten, vielleicht wäre es gut, wenn wir nochmal alle mit dir reden. Du merkst ja, dass die Stimmung hier wirklich scheiße ist. Und wir glauben einfach, dass es die beste Lösung wäre, wenn du ausziehst. Für dich, dass es Donnerstag schon GP ist. Ja. Und dass es so schnell geht. Ja, Moment mal, ich muss Montag schon hin. Ne? Wegen, ja. Da sind noch ein paar Voruntersuchungen. Alter, Montag ja, einfach schon. Das geht so schnell jetzt alles. Ja. Das wird so toll. Ja, ich find's richtig geil. Ich freu mich da auch drauf. Aber, also... Ey, du kannst bald wahrscheinlich wieder laufen, ja. Leif. Man, du hast die Chance darauf. Wenn man es schon laufen nennen möchte. Also, mit Laufen, also ich werde jetzt hier keinen Marathon irgendwie absolvieren können oder so. Ja, ne? Mein Gott, das haben wir auch nicht erwartet. Es wird am Anfang eher... eines 70-jährigen Opas nahe kommt. Aber Opa, ich wollte gerade sagen, Opas sind eigentlich süß. Dann bist du mein Lieblings. Ach ja? Kleine Maus, lass dich doch mal schnicken. Ich hab schon Hose geworden, Christian. Guck mal her. Komm her. Oh Gott. Meine Kleine. Und gleich machst du mir die Windel frisch. Oh, bitte können wir aufhören. Schon die Nachricht. Ich würde dir auch die Windeln machen. Hau mal den Krieg im Mund! Dann liebe ich dich. Ich weiß noch, damals haben wir nur Bohnensuppe gefressen. Ja, frische Brötchen. Dann gab's wieder das frische Brötchen. Boah, geil. Ist der Frischkäse auch noch gut? Nee. Nicht? Warum isst ihr den dann? Wisst ihr, was hier auch fehlt? Ein guter Shampoos. Okay? Gerade wenn ich so dran denke an die Lobpreisung, die ich gestern von Piet gekriegt habe, heißt es wahrscheinlich bald Gehaltserhöhung und dann gibt es hier immer fleißig Shampoos. Also jetzt brauche ich auch den Frischkäse. Dankeschön. Ey, Sascha, was hältst du davon, wenn du in dein Zimmer gehst, dich vor deinen Spiegel stellst und dem das erzählst, weil dann hast du da nämlich jemanden, den das interessiert. Also, Toni, der hat heute Morgen schon eine Portion abgekriegt. Also ich spreche wirklich mit deinem Spiegel, das ist ein bisschen strange. Aber gut, du sollst einfach gehen. Spieglein an der Wand. Du bist nicht der Spiegel im ganzen Land. So, Käse. Ich auch noch. Außerdem, ich wohne hier. Wenn ich hier sitzen bleiben will, bleibe ich hier sitzen. Gut, dann stehen wir auf. Ich habe keinen Hunger mehr. Ich kann so gut Gürkchen schreiben. Oh, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das mit Sascha alleine hier aushalten soll, wenn Leif weg ist. Der muss raffen, dass das einfach nicht funktioniert, dass wir beide hier wohnen bleiben. Egal wie verbohrt der ist, das muss ihm doch eigentlich selbst klar sein. Sascha, ich glaube, wir müssen nochmal miteinander sprechen. Was ist? Ist ja wohl offensichtlich, dass hier einfach 4 Leute wohnen, die dich nicht mögen. Und deswegen wäre es doch das Beste, wenn du einfach ausziehen würdest. Ich meine, du merkst ja selber, dass die Stimmung die ganze Zeit scheiße ist. Du kriegst nur irgendwelche Sprüche ab und so. Das ist ja auch nicht cool für dich. Auch wenn du immer auf obercool und ich bin Obermacker und schaffe alles tust. Weißt du, denkst du, das prallt einfach an mich ab? Natürlich merke auch ich. Ja, erstmal hatten wir eine ganz andere Zeit. So. Na klar merke ich auch, wenn jeder mir eine scheißkalte Schulter gibt. So, aber ich glaube, was du noch nicht verstanden hast, ist, Toni, ich werde so lange drum kämpfen, dass du nicht mehr denkst, dass ich ein schlechter Mensch bin, bis du es kapierst. Und tief im Innern weißt du es selbst. Was? Sascha... Und außerdem... Nochmal. Du bist der erste Mensch seit meiner Schwester, den ich hier reingelassen habe. Ey, Sascha, wir drehen uns doch im Kreis. Wie oft soll ich dir jetzt noch sagen, dass das zwischen uns aus ist? Finito. Da wird es nie wieder irgendwas geben, was aufblühen kann oder sonst was. Ich vertraue dir nicht mehr. Du bist einfach ein Lügner, ein Arschloch, ein Egoist. Okay? Und deswegen, bitte zieh einfach aus. Es gibt keine andere Lösung. Ich finde das dumm, dass du jetzt aus Trotz, nur weil du denkst, mich überzeugen zu können, hier bleiben willst. Aber such dir was anderes. Wer hat der Lunke gerade an seinen Eiern? Echt jetzt? Wenn ich nicht mehr da bin, existiert das Video nicht mehr. Wenn das Video nicht mehr existiert, macht er ganz schnell nämlich Mieterhöhung oder er schmeißt es sofort raus. Also will ich mir ganz überlegen, ob ihr wollt, dass ich hier bleibe oder nicht. So, jetzt anstatt auszuziehen, gehe ich mich mal anziehen. Wow, das hat gar nichts gebracht. Und was den Lunker angeht, hat Sascha leider auch noch recht. Egal, darauf würde ich sogar noch ankommen lassen, aber trotzdem muss ich andere Geschütze auffahren, um Sascha hier rauszukriegen. Ja, Herr Lunker, dann ist das anscheinend der normale Mietspiegel in Berlin, aber das hilft mir trotzdem nicht weiter. Ja. Ja, tschüss. Oh, ey, danke für gar nichts. Wie kann man denn so ein Scheiß-Typ sein? Einfach nur ein Arschloch. Aber das Leben einfach schwer. Was brabbelst du hier mit dir selber? Was ist denn hier los? Sascha ist los. Der ist einfach ein Problem. Ja. Ey, der ist die ganze Zeit bei uns in der Bude, obwohl den da keiner leiden kann. Der soll einfach nur ausziehen. Aber das macht er nicht. Und jetzt pass auf, weißt du, warum er nicht ausziehen will? Weil er denkt, dass zwischen mir und ihm könnte noch mal was werden. Ja, das ist stark. Ja, da kann man doch einfach nur lachen. Ich meine, hat der verpasst, was der alles abgezogen hat? Da will ich noch nicht mal mehr mit dem befreundet sein. Ja, und kündigen können wir den aber auch nicht, weil er hat das Video von dem Lunke, wie der seine Frau betrügt und erpresst den damit. Und wenn Sascha dann nicht mehr da ist, will der Lunke die Miete voll in die Höhe schießen und das können wir uns nicht leisten. Ja, aber was ist denn, wenn du deinen Feinden näher bist als deinen Freunden, dich mit dem Vermieter gutstellst, ihr unter einer Decke steckt und ihr Sascha rausekelt? Ja, da bin ich auch schon drauf gekommen. Darf der ein Selbstläufer sein, oder? Das habe ich vorhin versucht. Aber der lässt sich nicht belabern, weil er doch Angst hat, dass sein Video irgendwie dann zu seiner Frau gelangen könnte. Mila, es muss doch irgendeinen Weg geben, damit wir einfach dieses Arschloch loswerden. Ich glaube, das braucht einfach Zeit. Und solange das nicht passiert, müssen wir irgendwie durchatmen und Zähne zusammenbeißen und ihn irgendwie aushalten, weil auf Mike und mich hat das ja auch abgesehen. Ich meine, so wie er Mike andauernd mobbt. Den Tipp habe ich Mike übrigens auch schon gegeben. Einfach Zähne zusammenbeißen und Karma regelt das. Der wird irgendwann seine Quittung bekommen. Boah, ich hoffe es so sehr. Es muss doch langsam mal, oder? Das wird passieren, er wird reinscheißen, das wissen wir alle. Ja? Bleibst du stark? So lange durchhalten. Bleibst du stark? Na klar. Wir sind stark. Wir sind stark. Stark. Danke. Okay, weitermachen. Weitermachen. Boah, ich hoffe echt, dass für Sascha irgendwann mal der Zahltag kommt für die ganze Scheiße, die der macht. Im Moment kann er sich ja scheinbar alles erlauben und leiden müssen die anderen. Sascha, in der Frauentoilette sind die Reinigungspläne alle voll. Kannst du mir da vielleicht noch welche ausdrucken? Ja, klar. Ja. Reinigungspläne. Wie viel brauchst du? 3, 4 Stück reichen eigentlich. Ja. Gut, was denn drücken? Tara, wenn du schon hier bist. Guck mal, ich will damit nicht nerven, aber verstehst du wenigstens, warum ich nicht ausziehen möchte? Verstehe ich echt gerade nicht. Ich habe nämlich eher das Gefühl, dass es bei dir wieder purer Egoismus ist. Dieser Egoismus, weil dir wieder alles scheißegal ist, wie es uns damit geht, wie unsere Gefühle dabei sind und vor allen Dingen, wie es Leif und Toni damit geht, dein Gesicht den ganzen Tag zu sehen. Weißt du, danke für die dumme Ignoranz wieder. Ich sag's dir ganz ehrlich. Guck mal, wenn du wenigstens ein bisschen Böhne und Herz... Böhne? Ja, wenn du ein bisschen Kopfchen hättest, okay, würdest du verstehen, dass mir nämlich nicht alles scheißegal ist und ich alles gerade wegen Toni getan habe, okay? Den Scheißfehler habe ich wegen Toni getan und... Weißt du was, macht gar keinen Sinn, mit dir zu reden. Ich sag's dir ganz ehrlich, es geht hier rein und da wieder raus und... Da hast du allerdings recht, weil weißt du warum? Weil keiner versteht, wie du handelst. Dieser Fehler, den du begangen hast, sag mal, raffst du irgendwas? Mann, du hast Leif nicht einfach irgendwie Nuckel geklaut oder so, na und, aber du hast Leif das Leben versaut. Sag mal, bist du irgendwie nicht ganz dicht? Und dann sitzt du hier und heulst mir die Ohren voll und willst mir erklären, Tara, du verstehst gar nicht, warum ich dich ausziehen will? Nee, verstehe ich auch nicht. Weißt du? Ganz ehrlich, und die ganze Situation, wie alles gelaufen ist, wie es jetzt ist und vor allem wie Toni zu dir ist, weil sie dir ja so wichtig ist, das hast du dir selber zuzuschreiben. Weißt du warum? Weil du ein richtig fettes Arschloch bist, Sascha. Das sind Vögel ganz gut, aber hier drin ist niente. Ich habe nur gehört, ich kann gut vögeln. Danke dir. Tschüss. Toni, ey, sorry fürs Überfall, ne? Aber Sascha war gerade so frech zu mir, hat mich beleidigt. Ey, ich ertrag den nicht mehr, ne? Ich ertrag seine Fresse nicht mehr, ich ertrag seine dummen Sprüche nicht mehr. Ich halte keine Sekunde länger aus, mit dem irgendwie zusammen zu wohnen. Wirklich. Ja, und das heißt? Nee, ich hab keinen Bock mehr, Toni, wirklich. Ja, wir lassen uns irgendwas einfallen, wir werden den schon bald irgendwie rauskriegen. Ich weiß zwar immer noch nicht wie, aber wir kriegen das hin. Aber was willst du denn machen? Mann, wir wissen doch beide, dass egal, was wir anstellen, Sascha wird sich niemals von uns aus der WG vertreiben lassen. Niemals. Ja, heißt das jetzt, du willst ausziehen, oder wie? Ja, tatsächlich ist bei meiner Freundin ein Zimmer frei geworden. Was? Und ich... Ja, man... Tara, das kannst du doch nicht ernst meinen. Guck mal, Sascha ist der Letzte, der gekommen ist, okay? Wir sind doch viel länger schon da. Und jetzt soll der sich einfach bei uns ins gemachte Nest setzen und wir gucken einfach dabei zu und ziehen alle nach und nach aus. Das ist doch scheiße. Lass uns doch irgendwie lieber was einfallen lassen, wie wir es hinkriegen, dass der Lunker halt nicht die Miete erhöht. Ja, Mann, ich weiß, dass du recht hast, aber ich schwör's dir, wenn ich den noch eine Sekunde länger ertragen muss, kotze ich. Ich mein's wirklich ernst. Mann, ich ertrag's nicht mal, morgens aufzustehen, seine Fresse zu ziehen, abends ins Bett zu gehen, seine Fresse zu ziehen, dann auf Arbeit hier noch. Ja, ich auch nicht. Guck mal, Toni, das Ding ist so, ich könnte halt wirklich schon nächste Woche ins Zimmer einziehen. Bei meiner Freundin... Nächste Woche? Ja. Das ist frei geworden. Ich glaube, das wäre für mich wirklich die beste Lösung, damit ich endlich mal wieder ein bisschen runterfahre emotional. Okay, tut mir leid, dass ich auch jetzt zwischen Tür und Angel sagen musste. Ja, okay. Ja, ich verstehe es ja irgendwo, aber es ist halt, ach, ja. Okay, ich gehe noch mal kurz an die Bar, ja. Sorry. Hallöchen. Ich komme ja gerade richtig. Ja. Was los? Gäste, die einen vollsauen mit irgendwelchen Getränken, ist alles Kacke. Hm. Und was ist wirklich los? Ah, dachte ich mir doch. Tara will ausziehen. Okay. Okay? Ja, warum nicht? Wie, warum? Hä? Ich war total schockiert. Die kann doch nicht einfach ausziehen. Warum? Warum? Weil erst Tara auszieht, dann wird Malte ausziehen. Und was passiert dann? Dann bist du in der Schweiz und ich sitze alleine mit Sascha im Loft. Mal unabhängig davon, dass ich mir das überhaupt nicht leisten kann, weil das viel zu teuer ist, will ich nicht alleine mit Sascha im Loft sitzen. Ja. Wir können dem nicht einfach kampflos so das Loft überlassen. Das ist doch... Also erstmal scheißen wir auf Sascha, okay? Ja, der soll einfach gehen. Ja, das wird er aber nicht machen, weil das ist ein okay? Punkt. Und zweitens... Scheiß aufs Loft, Schatz. Was? Weißt du, wie viel an diesem Loft hängt? Ja. Guck mal, wie wir darum gekämpft haben. Da kann doch nicht einfach so ein dahergelaufener Sascha kommen und das alles kaputt machen. Wir haben mit Stirnlampen sind wir durch diese Wohnung gelaufen. Und mit einem Gaskocher haben wir gekocht. Das sind alles wunderbare Geschichten, Schatz. Aber jede Geschichte hat auch ein Ende. Irgendwann ist alles zu Ende erzählt, okay? Es ist ausgezählt. Das passt. Und dieser ganze Kampf, das kostet Nerven. Und wie viele Nerven sollen wir dafür noch aufbringen? Okay, ist es überhaupt lohnenswert? Ich glaube nicht. Okay? Und wir finden schon irgendwas anderes. Ich bin jetzt erstmal weg, dann komme ich wieder und dann suchen wir uns irgendeine andere Bude. Ist doch kackegal. Hallo. Ist nicht kackegal. Doch, und zu Hause wird es dann zum Zuhause, wenn du die richtigen Leute um dich herum hast. Und jetzt haben wir so einen Sascha da und er wird nicht gehen. Das passt nicht mehr. Okay? Du hast ja recht. Ich gehe jetzt zurück zum DJ-Pult. Wollte ich nur kurz sehen. Bis nachher. Hm? Irgendwo hat Leif ja recht. Letztendlich ist das Loft nur eine Wohnung. Aber trotzdem hänge ich am Loft. Ich weiß nicht, ob ich das so einfach aufgeben kann. Pass auf, vielleicht wäre es gut, wenn wir noch mal alle mit dir reden. Du merkst ja, dass die Stimmung hier wirklich scheiße ist. Und wir glauben einfach, dass es die beste Lösung wäre, wenn du ausziehst. Dann können viele Leute hierbleiben und... Wir ertragen deine Anwesenheit einfach nicht mehr, okay? Du nervst. Das ist mir schon aufgefallen. Mit deiner bloßen Anwesenheit. Vielen lieben Dank. Toni, du kennst meine Antwort. Nein. Sascha, ey, ich meine, guck mal, wir waren zuerst hier, weißt du, und du bist eigentlich der Grund, warum das hier alles aus dem Ruder gelaufen ist, okay? Da wäre es doch nur das Fairste, wenn du dich einfach verpisst. Ich verstehe nicht, warum du es nicht einfach machen kannst. Und es wäre auch sehr nett, wenn du dem Lunke nichts wegen diesem Erpresservideo steckst, nur damit wir irgendwelche Mieterhöhungen kriegen. Was bringt dir das denn? Such dir bitte einfach irgendwelche Freunde, mach was. Frag Piet, deinen besten Kumpel in einer Wohnung. Irgendwas, der lässt sich bestimmt was einfallen, so wie ich den kenne. Toni, du kennst meine Antwort, nein. Ja, gut. Haben wir uns schon gedacht. Bitteschön. Das ist die Kündigung von dem Loft hier. Dann ziehen wir halt alle aus. Werde ich morgen früh beim Lunke vorbeibringen. Und aufgrund deiner Erpressergeschichte wurde ja auch der Mietvertrag nicht geändert. Deswegen ist unsere Kündigungsfrist sehr kurz. Und so wie ich den Lunke kenne, freut er sich auch, wenn wir morgen raus sind. Solltest du dir schnell eine Wohnung suchen. Ich werde ganz sicherlich auch eine finden. Viel Glück dabei. Ja. Dann war's das jetzt wohl. Mit dem Loft. Tja. Aber immerhin sind wir dann diesen ekelhaften Typen los. Ja, stimmt. Soll vielleicht einfach so sein. Ja. Gute Nachrichten, und zwar die lokale Presse hat sich heute angekündigt. Möchte über Sie, über den Lempel, über Ihre tollen Leistungen berichten. Presse? Oh Gott, dabei beruht der ganze Ruhm auf einer einzigen Lüge. Und glauben Sie, dass diese Einstellung von Ihnen auch der Grund dafür ist, dass Ihre Schüler in der Klausur so gut abschneiden konnten? Oder doch eher Bestechung? Der Mietpreis? 1.800 im Monat. Ja, geil, Alter, das ist ein Bombenpreis. 400 für jeden von uns. Jeden Haken, Alter. Wenn wir eingezogen sind, kommt der Haken, richtig? Ich find's so übergriffig, was du meinem Sohn die ganze Zeit antust mit deinem ganzen, diesem ganzen pinken Kosmetikscheiß. Sobald du ein kleiner, dreckiger Macho bist, bist du jetzt ein Mann im Gegensatz.